Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon Schwert. Und wir werden hier von hinterrücksartig angegriffen von irgendwelchen Pokémon-Leute. Ich würde sagen, erstmal flüchten. Erstmal müssen wir flüchten. Nicht, dass wir irgendwie irgendeinen Fight machen, den wir nicht wollen. Kannst du bitte gehen? Nein. Kannst du gehen, Junge? Ich möchte nicht kämpfen, Leute. Aber ja, Leute, ich habe was gemacht. Ich habe dieses Lang-Pokémon hier zum letzten Part gefangen. Es wird sich auf Level 36 entwickeln. Sonst haben alle ihre Endstufe außer Dex. Der kann sich ab Level 35 entwickeln und das nur nachts. Also muss ich irgendwann mal Pokémon Schwert nachts aufnehmen und einfach mal nachts zocken und dann die Entwicklung raushauen, Leute. Ja. Weil ich immer am Tag aufnehme und kann dieses Pokémon mal flüchten. Okay, Leute. Das wird jetzt Skiller Move. Zack. Zack. Ui, Leute. Und da bin ich geflüchtet. Okay, die sind echt langsam. Ich würde sagen, wir klettern hier erstmal hoch. Gucken, was hier oben abgeht. Okay, Leute, ich sehe jetzt schon wieder, das ist ein Canyon. Ich hasse Canyons im Pokémon. Die sind so unübersichtlich. Aber ich würde sagen, wir kämpfen erstmal hier unten gegen das Tech Team. Und dafür nehmen wir Snake runter. Weil Snake jetzt stark underlevelt ist und nicht so gut kämpfen kann. Die sind ja alle schon auf den etwas höheren 30er Leveln. Um Pokémon besser verstehen zu lernen, ist es auch wichtig, Kämpfe auszutragen. Zeit für eine ärztliche Untersuchung. Ah ja. Danke. Danke für die Untersuchung. So. Was habt ihr so? Okay, Stahl und normal, glaube ich. Okay. Auf jeden Fall, das rechte ist auf jeden Fall Stahl. Wir haben Gestein im Moveset und kein Boden. Was ist Togetic? Ich würde sagen. Ach, hier haben wir Kampf. Ups. Wir machen dann auf Togetic das. Und. Pff, Alter, was kann man hier versuchen? Oder wir machen Wasser auf den hier, auf den Dude. Weil dann können wir hier mit einer Attacke angreifen, weil. Ja, sonst alle anderen Attacken nicht effektiv auf. Okay, auf Togetic ist das auch nicht effektiv. Machen wir halbwegs Schaden. Okay. Dann würde ich sagen, wechseln wir Fee. Okay, da gehen die erstmal meinen Decks weg. Gönnung, würde ich sagen. Okay, ich kann Konter einsetzen. Okay, finde ich kacke. So, ich würde sagen, wir holen Liberlo. Dann können wir uns auch mal Feuerball angucken. Mal schauen, wie stark es so ist und wie die Animation eigentlich ist. Okay, Leute. Ich hoffe, das ist eine neue Attacke. Da machen die was Gutes raus. Okay, Kopfnuss-Kick. Das ist gut. Okay, Zornklinge auf Dingsbums ist jetzt nicht so krass. Okay, gut. So, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder eine Kopfnuss auf dich. Und hier Feuerball. Okay, Feuerball ist nur an 120, Alter. Hui. Okay, Leute, wir sehen. Okay, nimmt einen Stein, macht es zum Fußball. Okay, da kann man sich nicht beklagen. Da muss man sagen, okay, Feuerball sieht geil aus, Leute. Wer was anderes behauptet, der lässt, ja, der geht vom Video weg und liked. Die letzten paar Pokémon. Hm? Gut. Wenn ihr das schon getan habt, dann könnt ihr euch freuen. Dann könnt ihr den Part weiter gucken. Und wenn ihr den geliked habt, kommt ihr wieder zurück und schaut den Part weiter. Deal? Deal, Leute. So, ein bisschen die Level. Okay, Liberlo ist schon 40. Nice. Rah, wenn Pokémon verletzt werden, dann mache ich mir immer so unheimlich viel Sorgen.
Mich interessiert brennend, was die Stärke von Trainern und Pokémon eigentlich ausmacht. Das Training und wie man mit der Effektivität kämpft. So, da vorne haben wir eine weitere Trainerin. Ja. Okay, hier sind keine guten Pokémon, es ist halt nur Iguana und dieses Geist-Pokémon. Okay, ich würde sagen, fighten wir. Ich bin von weit her angereist, um die Arena-Challenge live anzugucken. Und wo du gerade hier bist, könnte ich mir mal einen Arena-Challenger aus der Nähe ansehen? Ja. Wir können gern einen Tee trinken gehen. Mehr aber auch nicht. Okay. Okay, Kampf. Wir haben nichts Effektives gegen Kampf. Ich würde sagen, wir probieren es mit Feuer. Ja. Wir haben nichts gegen Kampf. Das Problem, wir haben kein Psycho. Aber wir haben was Gutes gegen Geist. Glaube ich. Dex, der ist gut gegen Geist. Habe ich herausgefunden auf Screen. So. Ich würde sagen, wir machen ein Äschern. Warum ist das effektiv? Durch den Gesteinstyp, das habe ich übersehen. Berlo, du reißt dieses Ding, Alter. Junge, du wirst das machen. Ein Bällchen. Du wirst ein kleines Bällchen und fumm. Ja, und jetzt setzt er genau Protzer ein. Hätte ich ihn killen können, Alter. Genau. Okay, ich setze einfach mal Kampf ein. Weil im Pokémon X war das so, dass Kampf auf Kampf effektiv war. Pokémon kann sich auch nicht einigen. In einem Pokémon ist es effektiv aufs andere. Dann nicht mehr. Die können sich echt auch nicht einigen, Leute. Macht mal eine Einigung, dass Kampf auf Kampf nicht effektiv ist und dann passt das. Dann haben alle ihre Ruhe. Oh, Vagini ist 36. Nice. Ich war noch nie so dicht dran. Am Gesicht irgendwas, keine Ahnung. Juckt mich jetzt auch nicht. Warte. So, Leute, ich würde sagen, wir haben unsere Pokémon weg. Weg. Zack, ja. Alter, diese Steuerung. Ich komme immer noch nicht klar damit. Squirtle kriegt hier einen Trank. Dann, wir haben ja mehr Supertränke. Okay, dann nehmen wir die. Dex kriegt hier einen Supertrank. Vagini, du kriegst hier zwei. Ja, damit wir auch wieder gut fighten können, Leute. Hier, dann lasst uns nach oben. Lasst uns froh und munter nach oben gehen. Okay, hier ist ein Pokémon-Zelt. Pokémon-Camping. Okay, da ist eine Dickda-Statue. Okay. Okay, nice. Schaufler hat aber unser Pokémon gefangen. Was für gefangen? Er lernt gerade. Okay. Leute, ich würde sagen, wir nehmen Squirtle auf den ersten Platz. Da wir es leveln müssen. Oh, ist schon gut. Weil ja hier alles Boden ist und so, können wir mal den Wassertypen von Squirtle bisschen leveln, ne? Oder was für Wassertyp? Können einfach mal Squirtle leveln. Und wer bist du? Die sieht irgendwie für die Story irgendwie wichtig aus, oder? Bist du? Oder auch nicht? Ich bin ein kampfstarkes Model. Das ist es. Das ist es, was mich ausmacht. Cool. Moljanet. Seit wann gibt es Molls im Pokémon? Ich kenne, dass es Astrainer gibt. Dann gibt es Schönheiten. Blondine. Aber seit wann gibt es den Model? Okay. Nice. Gestein ist auf Gift effektiv. Okay. Das ist mir neu. Oder?
Kann sein, Leute. So. Gladiantri ist, glaube ich, Starl. Gladiantri müsste die Weiterentwicklung als zu diesem kleinen Stahl-Samurai, den wir gerade in dem Einkampf hatten. Oh! Oder es ist einfach die Vorentwicklung. Und ich lag gerade daneben. Junge, was hat der für eine Initiative, wenn wir langsamer sind? Aber man muss Pokémon Schwert lassen, dass die wenigstens das Feuer halbwegs gut hinbekommen. Das sieht halbwegs realistisch aus. Aber die Bäume, davon müssen wir erst gar nicht anfangen. Oder den Hintergrund oder die Steine. Das hat schon seinen eigenen Flair, sieht aber nicht gut aus. Oder das Aufploppen. Aber... Ja, moin, ich hätte nicht gedacht, dass ich dass hier hinten so ein Durchgang ist, okay. Komm mal hier raus. Man merkt schon wieder, Canyons sind verzweigt. Deswegen hasse ich Canyons. Okay, hier kommt man irgendwo unten. Wo sind wir schon wieder? Alter, Leute, ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung von diesem Canyon. Ich hasse echt Canyons im Pokémon. Warum kommen die jetzt? Ein Schlaraffel. Das hat sich bestimmt gerade seinen Bauch vollgeschlagen. Ne? Auf so einen unnötigen Fight habe ich keinen Bock. Zack, ja. Nimm die Dings. So, ich würde sagen, wir fighten hier. Kochst du auch fleißig Curry? Und füllst dein Curry-Dex mit leckeren Rezepten? Nö. Ich habe bis jetzt zweimal Offscreen Curry gemacht. Nur um die Pokémon ein bisschen zu leveln, Leute. So spannend ist das jetzt auch nicht, das Curry machen. Ja. So, Jutesto. Das gleiche wie gerade bei Caradonis, meine ich. Okay. Was machen wir da am besten? Ich würde sagen, Felsgrab. Ah, ich bin auch schlau. Das ist nicht effektiv. Okay, ich bin auch schlau. Warum ist das... Warum? Ups. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das Gestein ist. Das Dingens Squirtle Gestein ist, hatte ich aber null auf dem Schirm, Leute. So, Deck. Ah. Was? Was? Dex ist. Oh Mann, Leute. Warum bin ich so dumm? Gott. Ich bin echt dumm. Mir ist gerade, wo er auf den Platz kam, eingefallen, dass Unlicht nicht effektiv auf Kampf ist, Alter. Und jetzt verfehlst du auch noch, oder was? Meine Laune ist jetzt schon wieder im Eimer, Mann, Leute. Leute. Mann, Leute! Kiddies! Kommt schon! Okay, nein! Oder bist du schneller? Sei schneller! Wenigstens das, Alter. Junge, ich hab gerade Herzinfarkt bekommen. Weil Vaginia Gestein ist und Kampf auf Gestein effektiv. Hörte, wir haben ja noch ein paar Pokémon in der Hinterhand. Ja. Nein. So, Leute. Wir haben ja noch ein paar Pokémon in der Hinterhand, die wir ins Team nehmen können.
Wenn nicht, wir haben ja noch ein paar Gala-Pokémon. Ich würde sagen, Mütze. Das fand ich früher in den Pokémon-Spielen cooler. Da hat man gleich gesehen, welcher Typ die Pokémon sind. Was hast du für Attacken? Psystrahl, Heilwoge, Aroma, Säuse, Stimme. Ja. Komm, dann haben wir auch endlich mal Psycho im Team. Dex, du kommst auf die Ripbox, Leute. Oh nee, Eli, Alter. Ich muss echt wieder ein neues Elefant-Pokémon fangen, Alter. Junge, das ist so selten. Naja, Leute. Naja, kann man wohl nichts machen. Okay, geht eh nur hier lang. Und, ach, hier ist, sind wir bei der Attacke. Stahlflügel nehme ich, Leute. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Hallo? Okay, Leute. Ach, nein. Okay, muss wahrscheinlich dann wieder nach da. Oh, hä? Muss ich hier. Hä, hier gibt's aber keinen Weg runter. Okay, Leute. Verwirrung, Isa. Okay, ein Sonderbonbon, nice. Ah, hä? Aber wie soll ich hier? Oder muss ich? Ach, ich muss hier lang. Ah, okay, Leute, ich hab's geschafft. Zufrieden. So, ich würde sagen, dann gehen wir nach hier hinten. Bevor wir fighten, gucken wir, auf welchem Platz Mütze ist. Dich tauschen wir aus mit Bolt. Okay, ich muss echt offscreen ein bisschen trainieren, Leute. Ja, damit ihr auch mal auf ungefähr auf unserem Level sind, kann ich ja machen. Und ich weiß, ich muss den Erweiterungspass noch kaufen. Ich vergesse es die ganze Zeit, den zu kaufen, Alter. Mann, Pokémon-Kämpfe sind Kunst, wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Okay, Künstler, gönn dir Marvin. Alter, Marvin ist Magon. Okay, Gift. Irgendwer war gerade noch gut gegen Gift. Ah ja, Gestein. Was, Gestein? Nein. Wir machen trotzdem einfach mal Gestein. Warum hat das dann von dieses andere Pokémon gekillt? Okay. Ich bin verwirrt. Oh, er killt sich selbst. Ich hoffe. Okay. Finde ich gut, macht kaum Schaden, Finale, Alter. Beim Finale muss man echt Schiss haben, dass sein Pokémon auch gekillt wird. Okay, Leute. Nice. Okay, Mogelbaum. Oh, welcher Typ war Mogelbaum nochmal? Ich glaube, Unlicht war das. Nimm ich einfach Liberlo. Weil es ja den Kampf, eine Kampfattacke hat. Und da sind wir, oder wenn es doch Pflanze ist, haben wir Feuer. Und wenn's, ja, Leute, wir gucken einfach mal, was Mogelbaum ist. Es ist Gestein. Hä? Wieso ist das Gestein, Alter? Es hat Namen Baum. Snake, du musst das machen, Alter. Junge Snake, vertrau auf dich. Okay, der erste Steinhagel wurde gut getankt. So, durch Sandspeil werden, glaube ich, Bodenattacken geboostet, oder? Sandsturm. Ein Sandsturm tobt bis auf Gesteinsboden und Stahl-Pokémon nehmen alle Pokémon in der jeder Runde Schaden. Die Spezialverteidigung vom Gesteins-Pokémon ist gestiegen. Wollte mich irgendwie flachsen?
Okay. Wenigstens Schaufler. Können wir uns für eine Runde im Boden verstecken. Zack. Easy. So. Haben wir noch... Sind wir noch dem Tod ausgewichen? Und Snake konnte mal einen entspannten Kill machen. Da freut er sich. Okay, Mütze und Snake sind beide ein neues Level hoch. Die gönnen sich richtig, Alter. Die gönnen sich. So, da haben wir den Beutel. Dann... Oh, ich brauche echt neue Tränke. Wann kommen wir nicht zum nächsten Pokémon Center, Alter? Ah, hier ist es auch schon. Super, Trank verbraucht. Aber naja, Leute, wir sind in der nächsten City. Okay, eine Wüsten-City? In so einer Art hatten wir es auch noch nie im Pokémon. Nice. Okay, Boden. Eine Bodenarena, hoffe ich. Müsste eigentlich. Eigentlich eine Bodenarena sein. Wenn nicht, haben die das Zeichen vertauscht, wenn es Gestein ist. Aber ich tippe ja auf Boden. Was verkaufen die hier, die guten Männer? Willkommen im Interesse unseren einzigartigen Waren. Heute habe ich hier was ganz Besonderes im Angebot, eine riesige Kanne. Willst du für 3000 Zuschauer, was macht die? Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Okay, was kann die? Die spezielle Kanne löst bei einem bestimmten Pokémon die Wirkung aus. Sie weist zwar Risse auf, aber es wirkt sich nicht negativ auf den Tier aus. Brauchst du sonst was? Morgiges Angebot. Wenn alles glatt läuft, habe ich nächstes Mal ein Metronom. Okay. Okay, hier ist nice. Hier gibt es immer so. Willst du dein Taschengeld ein bisschen aufbessern? Wenn du mir im Laufe des Tages bringst, wonach ich suche, kaufe ich dir zu einem sehr großzügigen Preis ab. Heute suche ich einen Duftpilz und dafür 25.000. Gönnung, Leute. Gönnung, Leute. Okay, aber bei was für ein Pokémon löst denn die Kanne in Entwicklung aus? Okay, Leute. Ist vielleicht für irgendwann später wichtig. Wer weiß, Leute, wer weiß. Diesen Pilz, den er sucht, haben wir nicht. Hier können wir irgendwann, falls nötig ist, eine Entwicklung auslösen. Aber jetzt reden wir erstmal mit Hobble die Hop Pop. Hey, Skelly. Was ist denn los? Wegen eben nochmal. Ich will wirklich nicht, dass die den Ruf nur wegen mir einen Kratzer bekommt. Aber wie stelle ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Einfach gewinnen. Wie wäre es, wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon ausprobieren kann? Boah, zum Glück habe ich mich gerade geheilt. Das ist mein Rivale. Ein Kampf gegen dich hilft mir vielleicht auf die Sprünge. Komm, los geht's. Ja, passt doch. Ich habe mich gerade geheilt. Kann man zum Ende mal so einen entspannten Fight gegen Hop raushauen. Okay, 4 Pokémon. Urgel. Was ist das denn? Ich schätze mal Flug. Alles, was ich will, ist der Sieg. Ich verlasse mich auf mein Team. Fluch. Urgel, was könnte das sein? Warte, haben wir hier irgendwelche Infos? Ne. Ich würde sagen, wir versuchen mit einem stumpfen Kopfnuss. Oh. Okay, nice, zurückgestreckt. Und dann machen wir noch eine Kopfnuss für den Kill. Nice, Leute. Das Urgel ist damit auch schon weg vom Fenster. So, Bolt. Chimsticks. Ach, das ist jetzt sein Starter. Der letzten Form. Weil die erste Form Chimpep hieß. Deswegen schätze ich mal, ich den Namen jetzt auch nicht weiß, aber ich leite es mal vom von der Entwicklungsreihe aus. Ach, ist noch nicht die letzte Entwicklung. Okay. Okay, unseren Signature Move machen wir mal nicht. Falls er daneben geht. Ja. Bauen wir auch nicht. Klar, versuche jederzeit eine sehr effektive Attacke einzusetzen. Wenn er die Chance hat, wird er verlieren oder so. Irgendwie werden die Texte nicht neu. Sagt er immer. Ich das mache. Oh, Konter.
Dafür müssen die Gegner erstmal schneller gewesen sein. Ne. Okay, Salanga haben wir selbst. Das ist ja Boden. Dann würde ich sagen, nehmen wir Squirtle. Weil Wasser ja auf Boden effektiv ist. Aber nice, jetzt können wir so eine Schlangengang aufmachen. Jetzt sind wir die Schlangenmeister. Ich finde das Pokémon cool. Bin ich irgendwie debil? Wo mache ich Kopfnuss? Leute, ich sag euch, ich werde durch die Paralyse nicht angreifen können. Wow, super. Und jetzt durch die Paralyse, wenn ich ihn treffen könnte. Was ist? Verfehle ich. Safe? Was sagst du dazu? Das ist sehr effektiv drauf, wenn ich immer wieder... Ernsthaft, durch den Gesteinstyp sind... Wollt ihr mich irgendwie flachsen? Dann ist ja Squirtle komplett das beschissene Wasser-Pokémon. Und ein Toxel. Genau. Hier genau. Ein Toxel. Das will ich auch wieder, Leute. Alter, muss echt wieder ein Toxel fangen. Das ist so selten, Leute. Oft zu gewinnen wird sehr schwierig, egal. Augen zu und durch. Das ist einfach so niedlich, das Pokémon. Und safe so. So als Toxel ist es noch so süß und schwach. Und dann, wenn es sich entwickelt. Bang! Richtige Killer, Alter. Okay, ja, probiert das auch schon mit Säure. Aber das war's mit deinem Toxel. So, warum kriegt ihr kein mehr EP, Alter? Wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht der richtige Pokémon und Attacken auswählen. Tja, genau, jetzt suchst du Ausreden. Ausreden nennt man sowas, hopp. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Aber es hat irgendwie auch nichts gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Ja. Mein Bruder ist für mich... Ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn reißen. Ich muss mehr herumexperimentieren. Noch viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank mir einen ganz persönlichen Stärke als Trainer über sich selbst hinaus wächst. Viel Spaß. Die Jugend von heute. Bei der Arena Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie denn auch sei, danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Liga-Karte von Zelda. Als nächstes führt dich den Weg ins Stadion von Passbeck. Viel Spaß bei der Arena Challenge. Also ist sie die Arena-Leiterin von Passbeck City. Okay, gut. Oder? Weil Leute, das erste Mal, dass wir auf Liga-Karten zurückgreifen. Album. Said, Roy, Hop, Yarrow, Kate, Rose, Betty, Scabu, Papella, Roy, Papella. Alten. Wow. Wahrscheinlich. Okay. Oder? Oder die kommt später, weil sie so Fee hat. Das könnte ja nicht passen. Keine Ahnung, Leute. Wir lassen uns im nächsten Part überraschen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonnieren und sonst sag ich nicht, ja, Leute.